Ich heiße René Schieback, ich komme aus der Oberlausitz, hier aus Ebersbach-Neugersdorf. Ich bin Imker unter anderem und habe mich da sehr spezialisiert. Also als Kind, ich bin ja in der DDR als Kind aufgewachsen und zu DDR-Zeiten war die Imkerei ein sehr lukratives Geschäft. Ich komme aus dem kleinen Ort Dresa, da gab es so 200 Einwohner oder 230 und da gab es zu Hochzeiten, das haben mir die alten Imker erzählt, bis zu 10 Imker in dem Ort. Zu DDR-Zeiten war es vorgeschrieben für die Landwirtschaft, dass pro Hektar müssen 4 Bienenvölker dastehen, das muss halt alles befruchtet werden. Und die Imker wurden unterstützt, die haben frei von der Arbeit bekommen, wenn die an den Bienen arbeiten mussten. Die Landwirtschaft hat die Bienenwägen sozusagen auf die Felder gezogen. Und der Honig wurde, ohne dass sie ihn selbst abfüllen mussten, die mussten den nicht groß reinigen, der konnte in Milchkannen abgegeben werden. Und sie haben 14 Mark fürs Kilogramm bekommen. Und das ging alles ins kapitalistische Ausland, denn DDR-Honig war begehrt. Das ging alles nach Hamburg und das hat Devisen gebracht. Deshalb wurde das vom Staat natürlich sehr unterstützt. Meine Oma war auch Imkerin. Und deshalb hatte man immer mit Imkern und Imkerinnen zu tun. Und als Kind hat mich das gar nicht so interessiert. Das war halt normal, dass im Sommer Bienen da waren, dass auch mal Honig geschleudert wurde, dass man auch mal gestochen wurde. Das gehörte irgendwie dazu. Nach der Wende ist das alles völlig zusammengebrochen. Da gab es auf einmal den Supermarkthonig für 2,50 Mark. Und in der DDR war kaum ein Imker da vorbereitet, plötzlich es selbst zu vermarkten. Und da haben viele ihr Handwerk aufgegeben. Und es kam erst nach und nach wieder. Und mich hat es so, 2005, 2006 so ein bisschen erwischt, dass ich dann einfach beim Nachbarn, der Bienen hatte, das hat mich einfach plötzlich wieder fasziniert. Da bin ich dort mit dem Bienenhaus rumgesprungen und irgendwann hatte ich halt meine eigenen Bienenvölker, meine ersten, und dann ging das los. Ja, und hier wurde noch so eine Betriebsweise, wie das halt früher hier üblich war, in Hinterbehandlung gearbeitet. Und das hat mir nicht gereicht. Ich wusste da schon aus der Literatur, im Internet hat man damals noch nicht so viel gefunden, aber dass es da andere Möglichkeiten gibt, effektiver zu arbeiten, in der Zucht was zu bewegen, dass die Genetik eine große Rolle spielt und dass man auch mal über den Tellerrand schauen muss, wie machen das andere im Ausland halt. Und ich habe dann überall versucht, Menschen kennenzulernen, Imker kennenzulernen, Berufsimker in ganz Europa, in Spanien, in Deutschland natürlich sowieso, in Österreich. Und habe dann gemerkt, die arbeiten doch ganz anders, als wir das hier gewohnt waren. Und das war ein Vertiefen in diese Sache, in ein Bienenvolk, in den Bienen sozusagen. Wie reagiert er auf welche Umwelteinflüsse, wie reagiert er vor allen Dingen auf den Imker oder auf die Imkerin? Und welche Probleme gibt es, was kann das für Ursachen haben, warum ein Bienenvolk schwächer wird, warum es stärker wird, warum es Probleme hat. Und das hat sowohl mit konventioneller Landwirtschaft zu tun und das kann aber auch Trachtmangel durch einfach viele Monokulturen sein oder einfach zugepflegte Gärten oder was auch immer. Oder dass der Imker einfach zu viel stört im Bienenvolk. Hier in Neugersdorf hatte ich dann vor vielen Jahren die Sächsische Imkerschule gegründet. Und wir haben angefangen, mit erfahrenen Imkern auch zusammen die Neuimkerkurse durchzuführen. Erst hier in Neugersdorf, dann mittlerweile auch schon seit vielen Jahren in Dresden. Und der Zulauf ist da natürlich sehr gut und wir versuchen da zu schulen, wo es nur geht und zu unterstützen. Vormittag ist immer Theorie, am Nachmittag geht es direkt an die Bienen. Und wir haben das war im letzten Jahr das 8. Mal, den Oberlausitzer Bienenfachtag. Das hat klein angefangen mit 50 Gästen und ein paar wenigen Vorträgen. Mittlerweile hole ich Wissenschaftler und Berufsimker und Forscher aus der ganzen Welt, die hier Vorträge halten, hier in unserem kleinen Neugersdorf. Und wir haben Gäste aus der Schweiz, aus Österreich, von Polen, von Tschechien, die kommen eigentlich von überall her. Und wir haben hier 400 Gäste wirklich, die da regelmäßig da sind. Mehr passen in den Raum leider gar nicht rein, sonst könnten wir wahrscheinlich noch viel mehr Imker und Networking betreiben hier. Und dieses Entdecken, das ist etwas, was nicht mehr aufhört. Mittlerweile reise ich gerade im Sommer viel in Europa zu Berufsimkereien und besame Königinnen künstlich, also Bienenköniginnen. Und das können nicht viele. Das ist wirklich etwas, das muss man so ein bisschen im Blut haben, sage ich jetzt mal. Da gibt es wenige, die das wirklich in großer Zahl und auch so machen, dass die Königinnen dann auch sehr gut in Eilage gehen und Brut machen, aus denen starke Wirtschaftsvölker werden. Und gerade im Hinblick auf die Resistenzzucht gegen die Varroa-Milbe, die ein großes Problem für die Imker auf der ganzen Welt sind, außer in Australien, da
geht es nur mit künstlicher Besamung, weil wir natürlich nicht nur über die Mutter die Genetik brauchen, sondern auch über die Väter. Und bei den Bienen ist es so, die Königin, wenn sie am 5., 6. Tag brünftig ist, fliegt sie aus und lässt sich von 20, mitunter 30 Drohnen begatten. Das heißt aber, ein Bienenvolk besteht aus bis zu 20, bis zu 30 Halbschwestergruppen. Alles eine Mutter, aber verschiedene Väter. Und das macht die Zucht auf bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel die Resistenz gegen die Varroamilbe, so schwierig. Ja, wenn genetisch 5 Halbschwestergruppen in einem Bienenvolk mit der Milbe klarkommen, sie erkennen, sie rausschmeißen können, aber die anderen 25 Halbschwestergruppen können das nicht, dann kann es eben das ganze Bienenvolk nicht. Und das ist so die Herausforderung. Und da arbeiten wir wirklich mit vielen Wissenschaftlern zusammen, mit Berufsimkern, die sich da wirklich reingefuchst haben in den letzten Jahren. Und wir machen da auch wirklich große Fortschritte. Aber, und das ist das Schöne an Entdecken, wir sind irgendwie dieses, auch wenn wir Etappenziele erreichen, stellen wir uns dann immer wieder neue Ziele. Und das ist, wir entdecken immer wieder neue Sachen, wie reagiert welcher Mechanismus, welche Gene sind verantwortlich für bestimmte Sachen. Und das macht das Ganze so spannend und interessant. Und deshalb können wir, wenn man einmal Imker ist, kann man gar nicht mehr aufhören mit dem Ganzen. Die Honigbienen, mit denen wir arbeiten, die sind ja nur ein kleiner Teil in diesem ganzen großen Ökosystem, was wir haben und was leider ein bisschen gestört ist seit vielen Jahren. Es gibt in Sachsen über 400 Wildbienenarten, in ganz Deutschland sind es über 600 Wildbienenarten und die haben wirklich ein großes Problem. Also über 70% davon und von den anderen Insekten will ich gar nicht sprechen, sind auf der roten Liste. Das heißt, die sind vom Aussterben bedroht oder sind schon ausgestorben. Und das hängt nun einmal mit der konventionellen Landwirtschaft, mit den Monokulturen, mit der Nutzung von Kulturpflanzenschutzmitteln, die natürlich die Pflanzen nicht nur vor irgendwelchen Schädlingen schützen, sondern auch auf unsere Bienen, auf die Wildbienen, auf Insekten natürlich einen schädlichen Einfluss haben. Und es ist wichtig, dass wir die Natur wieder in ein Gleichgewicht, in dem sie vielleicht mal war, bringen und dennoch Landwirte von ihrer Arbeit gut leben können. Ja, und das müssen ja alle. Arbeit muss gut bezahlt werden.